Es ist ein Musterbauernhof, in den Bankkaufmann Johannes Grillmeier 1987 einheiratet. Die Familie seiner Frau lebt von Kartoffeln und vor allem von der Milch. 2 Jahre lang ist der Kreditberater beides, Banker und Bauer. Dann kündigt er, wird Landwirtschaftsmeister und steht vor der Entscheidung, ein neuer Kuhstall, ja oder nein. Rat holt er sich unter anderem aus der Bibel. Mit den Talenten, die man zur Verfügung hat, die Talente nicht eingraben, sondern aus denen Talente was machen. Hans Grillmeier und seine Frau Monika sehen ihr Talent im Ausgraben, zunächst einmal von wohlschmeckenden Speisekartoffeln. Doch die kargen Böden in der Oberpfalz geben mehr her als nur Erdäpfel. Die Familie macht aus dem Milchbauernhof einen kunterbunten Querbeetbetrieb. Wir haben angefangen mit ein paar Karotten. Einfach einmal Karotten am Acker gesät. Und dann sind die noch super schön geworden. Also haben wir nächstes Jahr ein wenig mehr Kartoffeln, ein wenig Kraut mit angesät. Und das ist immer angenommen worden. Und dann ist das immer mehr geworden. Die Kundschaft ist mehr geworden. Und das Gemüse ist halt dann auch mehr geworden. Und dann ist der Schritt gekommen mit den Gewächshäusern, weil es ohne Tomaten, ohne Gurken nicht mehr gegangen ist. Und jetzt sind wir halt so weit. 2 Gewächshäuser für mehr als 100.000 Euro. Dazu eine Hackschnitzelheizung, damit Tomaten und Gurken gut wachsen. Das ist in dieser Gegend, fernab einer größeren Stadt, ein Risiko. Es lohnt sich. Aber das ist schon ein gutes Gefühl, weil ich sehe, wie die Kundschaft das annimmt. Und das macht uns schon glücklich. Monika Grillmeier und ihr Mann lesen sich alle Kenntnisse über Gemüseanbau an, probieren aus, zahlen Lehrgeld und steigern immer weiter die Qualität. Der Hofladen besteht aus ein paar Regalen in der alten Kartoffellagerhalle, ohne aufwendige Dekoration. Alles ist schlicht, aber praktisch. Um die 100 Kunden kommen an einem Tag und laden meist kräftig ein. Ums Geld geht's natürlich, klar. Man merkt aber auch, dass da einfach die Chemie stimmt zwischen der Bauernfamilie und ihren Kunden. Wir tun es nicht übertreiben, wir verlangen keine Spitzenpreise. Dafür brauchen wir dann in Billigjahren auch nicht runtergehen bis ans Limit. Also das ist eigentlich so immer so ein bisschen ein Schnitt, den wir da haben. Aber der Preis ist da für unsere Kunden, wir haben lauter super Kunden, die gehen alle mit einem Lächeln raus wieder aus dem Hofladen. Und da fragt keiner nach dem Preis eigentlich. Sollten. Doch wie soll sich der Betrieb weiterentwickeln? Ihre 3 Söhne haben die Grillmeiers in die Überlegungen einbezogen. Man ist sich einig. Vor allem um die Kartoffeln soll es gehen. So bauen die Grillmeiers für ihre Erdäpfel eine neue Sortier- und Lagertechnik. Zunächst in den alten Gebäuden, später in eine neue große Halle. Insgesamt 2,5 Millionen Euro investiert die Familie in 2 Jahrzehnten mit Zuschüssen vom Freistaat und der EU. Nun beliefert Hans Grillmeier Gastwirte und andere Kunden auch Freihaus. Das kostet Zeit und verursacht Arbeit. Aber das macht ihn und seine Familie unabhängig vom Preisdiktat der Handelsketten. Mittlerweile bauen die Grillmeiers 9 Kartoffelsorten an, darunter die rote Laura. Nicht die Sorten mit dem höchsten Ertrag kommen aufs Feld, sondern die, die den Kunden schmecken. Mag auch der Milchviehstall auf dem Hof veraltet sein, auf gut 100 Hektar Ackerland ist Hofnachfolger Andreas mit modernster Technik unterwegs. Der Agrarwirt will mit mehreren Standbeinen weitermachen. Angst vor der Zukunft hat er nicht. Und vor großen Handelskonzernen auch nicht.